Ja, danke dir, Christian. Herzlich begrüßen dürfen wir heute unser amtierendes Prinzenpaar der Stadt Krefeld, Christina die Erste und Herbert der Zweite. Erstmal ein Hello für euch. Herzlich willkommen bei den Krefeld Pinguinen und ich übergebe das Wort dem Herbert dem Zweiten. Ja, schönen guten Abend, liebe KfV-Pinguine-Fans. Für uns ist es natürlich ein Heimspiel. Wir sind Fans seit Jahren, die Prinzessin ist mir im Herbst dabei, ich war beruflich dabei, aber natürlich auch im Herbst dabei. Wir freuen uns heute hier zu sein, aber wir möchten natürlich auch ein Zeichen setzen. Bevor wir jetzt ein paar Orden vergeben an wirklich Spieler, die Krefeld weitergebracht haben, die Stange gehalten haben, das ist, bevor wir jetzt den Orden vergeben, ich nenne sie einfach mal, das ist der Co-Trainer Remi Hücker, den ich schon Jahre kenne, der Jahre das Krefelder Eishockey begleitet hat. Remi, vielen Dank dafür. Dann gibt es natürlich einen Spieler, der Krefeld die Stange hält, einen super Vertrag gemacht hat und den ich von Kind an auch begleiten konnte im Eishockey. Mein Freund, die Nummer, ja, Jetta kennt jeder, 86. Das ist ein Krefelder, soll es bleiben. Die Prinzessin hat auch einen Wunsch gehabt, die hat ein gutes Auge. Wir haben einen super Torwart mit dem, ja, 70, Duma. Das ist ein Mann, der zu den Krefelder Eishockey gehört. Wir haben immer gute Torleute gehabt. Jetzt noch ein Wort zum Krefelder Eishockey. Ich möchte uns wünschen, wir werden teilnehmen an einem Flashmob. Ich wünsche uns, dass wir keinen Flashmob haben, dass wir bis nächste Woche hinter verschlossenen Türen die Verantwortlichen des Krefelder Eishockey klar machen, dass wir alle wissen, wo es lang geht. Weitergehen wird es auf jeden Fall. Wir haben gute und schlechte Zeit gehabt. Wir gehören alle zusammen. Unser Motto, alles nur in Kampf, da gehört auch der KfV zu. Dankeschön. Tolle Worte von unserem Prinzenpaar. Ein riesen Applaus hier aus der Halle. Jetzt gibt es noch die Ordenszeremonie. Die Jungs, die müssen natürlich wieder in die Kabine und müssen dort sich vorbereiten auf das Spiel. Trotzdem probieren wir es mal auf die neuen Ordensträger. Ein dreifaches Krefeld. Pinguine. Krefeld! Und wir gehen wieder zurück zu Christian.